ASK Leonding gegen Spielgemeinschaft Öd in der U14 Regionsliga war ich zu Gast in meiner Heimatstadt. Leonding startete in den violetten Dressen von links nach rechts, Öd in den blauen Trikots. Die Leondinger setzten sich etwas besser in der gegnerischen Hälfte in den ersten Sekunden fest, versuchte das Spiel an sich zu reißen, aber Öd immer wieder stark durch Standardsituationen und auch durch gute Einzelaktionen. Das Spiel war, wie ich finde, sehr, sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften sehr engagiert über die rechte Seite. Der schnelle Flügelflitzer machte den linken Verteidiger immer wieder Probleme, konnte sich allerdings nie wirklich durchsetzen. Hier der erste Torschuss der Öder aufs Tor. Tolle Parade des Keepers Clemens Daly, der den Ball gut entschärfte. Dann eine Ecke, der Kopfball ging ebenfalls drüber. Es gab dann mehrere Eckbälle, die allerdings alles nichts einbrachen. Hier, so jetzt ein 1-1, setzt sich durch, geht auf die Grundlinie, Achtung. Und jetzt hätte der Pass in die Mitte kommen können, etwas schärfer, dann wäre es vielleicht auch schon 0-1 gestanden. Hier dann der zweite gefährliche Schuss von den Leondingen auf das Tor der Öder. Hier nochmal ein hoher Schuss, ein Heber vom Sebi Hofer, der im Zentrum sehr gut spielte. Und hier 1-0. Der Spieler mit der Tor mit der Rücknummer 82, Leonhard Abfalter. Und direkt im Gegenzug, Achtung, der Ausgleich der Öder, 1-1. Nur ein paar Sekunden später nach dem vermeintlichen Führungstreffer konnten die Öder ausgleichen. Das Wetter war bis dato noch trocken. Es hangen allerdings große Wolken, dunkle Wolken über uns. Schauen wir mal, wie lange es trocken bleibt. Ja, und dann ging es weiter mit Chancen auf beiden Seiten. Achtung, jetzt eine geile Aktion. Mit dem Rücken zum Tor brachte den Ball wirklich schön auf das Tor, auf das Gehäuse. Ecke, die allerdings auch nichts einbrachte, das nahm ich vorweg. Es fängt an zu schütten. Und deshalb verzog ich mich. Ja, Halbzeitstand 1-1. Leonding gewann das Spiel am Schluss 2-1. Glückwunsch an das Gewinnerteam. Ich wünsche beiden Mannschaften alles Gute.